Hallöchen ihr Lieben zu unserem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen The Maid of Farewell Heights, also das Zimmermädchen von Farewell Heights. Wir werden wohl noch erfahren, was das genau ist. Auf jeden Fall ist dieses Spiel entwickelt worden von Nora im RPG Maker 2000. Es war ursprünglich auf Japanisch erschienen, aber das Team von Memories of Fear hat es ins Englische übersetzt. Vielen Dank an Entwickler und Übersetzer. Deswegen können wir dieses Spiel spielen und es ist so, ja, eher in Richtung Comedy mit einem kleinen Mystery-Touch. Also es ist meine Vermutung, ich habe es ja noch nicht gespielt, aber so erscheint es mir zumindest. Also starten wir einfach mal. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Der Schuss der Pistole hallte wieder, als die Patrone mich traf. Die Welt verschwamm vor meinen Augen, während ein schrecklicher Schmerz mich überkam. Ich schätze, ich sterbe, hä? Mein Handy klingelt. Das muss wohl jemand sein, der mir einen Job anbietet. Ich muss sie leider darüber informieren, dass mein Service als Auftragskiller von heute an enden muss. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Sinn meines Lebens, Leben auszulöschen. Ich werde in die Hölle fahren, nicht wahr? Dann gehen wir wohl mal ins Handy. Hallo? Das ist die Lebensberatungsstelle? Oh, Sie sind kurz vom Tode, aber trotz allem habe ich gute Nachrichten für Sie, ce n'est pas? Oh, Sie haben eine incroyable Chance erhalten, wissen Sie? Gott hat Ihnen eine Pause gegönnt. Sie werden nicht sterben, denn das passt ja gar nicht zu Ihnen. Stattdessen haben wir einen Job für Sie in einem neuen Leben. Damit Sie für Ihre aktkriminelle Wiedergutmachung leisten können, werde ich Ihnen die Rettung dieses Planeten überlassen. Da wurden wir wohl wiedergeboren, hä? 18 Jahre später. Ja? Ja, ich bin angekommen. Ich gehe sofort rein nach diesem Anruf. Natürlich, keine Frage. Es gibt noch eine letzte Sache, um die ich mich kümmern muss. Ja, wir sehen uns. Okay. Ah. Das hätte ich auch so ungefähr gedacht. Und rein geht's. Wir sind scheinbar das Dienstmädchen oder das Zimmermädchen. The Maid of Farewell Heights. Also ist wahrscheinlich dieses Gebäude hier Farewell Heights. Keine Ahnung. Okay. Also kann ich jederzeit speichern? Ja, es steht da gerade. Du kannst jederzeit speichern, aber man sollte während des normalen Gameplay speichern, denn sonst könnten aus Versehen Glitches passieren, wenn man einen Save-Slot lädt, der während eines Events stattfindet. Okay, das ist natürlich nachvollziehbar. Okay, können wir schräg gehen? Nee, ich glaube, das geht auch gar nicht beim RPG Maker 2000. Ja, ist sehr praktisch. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ach so, noch nicht. Moment, wir gucken uns erst ein bisschen um. Das sind künstliche Blumen in einer Vase. Der Mülleimer ist vollständig leer. Hier ist eine dicke Schicht Staub. Und da hinten, das sind bestimmt Akten. Wie man sich einen Mieter angelt. Okay, die Zeiger dieser Uhr laufen nicht. Dieses Poster zeigt, wie man seinen Müll richtig recycelt. Hier ist auch ein altes Poster. Und hier ist eine Notiz. Komm schon, ihr alle! Wir bezahlen unsere Miete! Yeah! Voll motiviert. Was haben wir da? Egal, welche Mailbox ich mir anschaue, sie alle sind voller Briefe. Okay.
Weiß ich nicht, ob ich mich noch umschaue. Nee, ich mache jetzt erstmal diese Glocke hier. Okay, es kommt irgendwie keiner. Da muss ich nicht hin. Da muss ich nicht hin. Okay, es ist zu spät, um zurückzukehren. Das hört sich ja interessant an. Ich sollte warten, bis der Apartment Manager hier ist. Ah, ich habe gar nicht gedrückt. Nur als ich in die Nähe des Sofas kam, ist das passiert. Okay, wir setzen uns, bis er kommt. Die Musik ist so geil. Ich liebe die. Ach, ist das der Apartment Manager, den wir auf dem Dach gesehen haben? Und wer könntest du sein? Oh, hallo, mein Name ist Marshmallow Holly. Ich bin von der Shoe a la Cleaning Company und ich bin hergekommen, um diesen Ort zu reinigen. Verzeihung, Sir, aber sind Sie Mr. Farewell Heights? Der Apartment Manager der Farewell Heights? Vielleicht bin ich das. Und du sagst, du kommst von einer Reinigungsfirma? Ja, genau. Uns ist es egal, wie dreckig der Job ist. Rufen Sie uns einfach an und wir werden es für Sie sauber machen. Aber wieso sehen Sie so enttäuscht aus? Also unter keinen Umständen würde ich eine solche Aufgabe jemand von Ihrem Kaliber überlassen. Unfassbar, dass Sie tatsächlich ein Kind unter Vertrag nehmen. Ein Kind? Naja, also du siehst so aus, als wärst du, weiß ich nicht, in der Grundschule? Ich bin 18 Jahre alt! Was? Du bist 2 Jahre älter als ich? Dann sind Sie also, 16? Oh, dann sind Sie aber ganz schön jung dafür, dass Sie ein Manager sind, oder? Tja, mein Vater und meine Mutter sind verstorben. Deswegen habe ich diesen Apartmentkomplex übernommen. Oh, das ist also geschehen. Wollen wir noch weiter nachhaken? Oder nach weiteren Details fragen? Ach so, nee, nicht weiter nachhaken. Doch, ich will weitere Details wissen. Wie sind Ihre Eltern denn verstorben? Los! Also es gab ein Erdbeben hier und meine Eltern wurden beide verschüttet. Sie waren beide so gute Personen. Ich verstehe nicht, wie konnte ihnen nur so etwas geschehen? Oh, deswegen also. Und seitdem war ich sehr damit beschäftigt, diesen Komplex wieder aufzubauen. Die erste Phase ist abgeschlossen, aber ich dachte, ich sollte jemanden unter Vertrag nehmen, der den ganzen Dreck wegschafft. Und deswegen wurdest du hierher gerufen. Oh, wieder Vordermann bringen, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Dieser Ort sieht ja auch ziemlich heruntergekommen aus. Naja, überlassen Sie das einfach mir. Ich werde alles reinigen. Ja, das war ja auch von Anfang an der Plan. Ach, wissen Sie, dieser Ort sieht wirklich aus, als wäre er verhext, verflucht. Naja, das liegt daran, dass er verflucht ist. Bitte was? Naja, das ist ein typisches Geisterhaus. Wieso? Willst du etwa plötzlich nach Hause rennen, so schnell du kannst? Ja, ich bin raus hier. Nein, darauf werde ich nicht reinfallen. Komm schon, Marshy. Du bist ein Profi. Monster machen dir keine Angst. Du darfst nicht wegrennen. Ah, ich sehe doch schon, dass du in deinen Stiefeln schlackerst. Warum gehst du nicht einfach nach Hause? Ich habe kein Problem damit, einen Ersatz zu finden. Es ist wahr. Ich habe vielleicht Angst vor Geistern und so. Aber ich kann es mir nicht leisten, nach Hause zu gehen. Nicht jetzt, weil... Ich brauche das Geld. Ich möchte sie lächeln sehen. Oh, das machen wir mal. Ich, Marshy, lebe, um ein Lächeln auf jedes Gesicht meiner Kunden zu zaubern. Das ist ein Witz, oder? Nein, ich meine das voll ernst. Ich habe dieses super duper, ultra wichtige, wunderschöne, liebliche und wundervolle Darling dort draußen. Wen meint sie? Was ist das denn für eine lahme Entschuldigung? Aber, für diesen Darling brauche ich Tonnen und Tonnen an Geld. Ist er ein Escort oder sowas?
Also einen, den man bezahlen muss, damit er einen begleitet. Ach, ich habe schon vergessen, wie viele Teilzeitjobs ich habe. Tag für Tag arbeite ich nach der Schule, um ihn zu unterstützen. Du arbeitest nur Teilzeit? Ich wusste es, du passt doch gar nicht in diesen Job. Es gibt Leute mit viel mehr Qualifikationen, die diesen Ort verlassen haben? Ah. Und deswegen werden wir ihnen auch ganz viel in Rechnung stellen. Mach doch, was du meinst. Nicht, dass es von Bedeutung wäre. Du wirst letztendlich abhauen, wie der Rest von ihnen. Nein, ich nicht. Tja, ich schätze, dann sollte ich dir wohl die Zimmerschlüssel geben. Okay, das sind die Schlüssel zum Schloss. Momentan sind sie alle leer, also kannst du gerne hineingehen und deine Magie spielen lassen. Ja, Sir. Oh, richtig, Mr. Manager. Ach so, sie wollte was nachfragen. Mr. Manager? Was denn? Ich wollte nur sagen, da sie die Situation ihrer Familie mit mir geteilt haben und so. Seit dem Tag, an dem ich geboren wurde, wusste ich auch nie, wer überhaupt meine Eltern sind. Ich weiß nicht einmal, ob sie tot sind oder noch am Leben. Oh, die Uhrzeit. Ich muss los, sauber machen. Ja. Also dann, wir sehen uns. So übel scheint sie gar nicht, was? Ist ja süß. Oh Mann, wie ich da gesprochen habe. Ich bin wohl ein bisschen weich geworden. Du warst also weich zu diesem Marshmallow-Mädchen, nicht wahr? Oh, das hast du gesehen? Vielleicht. Hat sich da etwa jemand in einen kleinen Welpen verknallt? Ach Quatsch, das ist doch nur Zeitverschwendung. Wenn du es sagst. Und was meinst du jetzt damit? Kannst du das hören? Es scheint fast so, als würden die Mieter eine besondere Überraschungsparty vorbereiten für unseren Gast. Oh oh, die Geister. Ach, sowas wie Geister gibt's nicht. Sowas wie Geister gibt's nicht. Und das muss Raum 101 sein. Ist da jemand? Keiner da, richtig? Keiner hier. Hä? Ich dachte, ich hätte jemanden gehört. Das habe ich mir nur eingebildet. Ja, genau. Ich komme rein. Oh. Wow, schau dir diesen ganzen Staub an. Doktor, ich hätte nicht erwartet, dass unser Patient in so einem kritischen Zustand ist, von Beginn an. Verstanden, Krankenschwester. Lasst uns Ihnen zeigen, wie man das richtig macht. Okay, wenn du ein Objekt findest, das gesäubert werden muss, dann drücke halt einen dieser Knöpfe. Da an der rechten Seite siehst du Missionsmarker. Die zeigen dir, wie viel des Raumes du bereits gereinigt hast und was noch übrig ist. Wie cool. Das ist ja wie, als wäre das ein Strategiespiel oder so. Oh, und hoch damit. Wow. Ah, wie süß. Jetzt ist er an der Wand. Super cool. Ah, alles ordentlich und organisiert. Wow. Ach so, wie geil. Das sind Kämpfe. Ja. Oh, Marshmallow rennt aus dem Raum raus und rannte so schnell wie möglich aus dem Apartmentkomplex. Was? Okay, wir dürfen scheinbar nicht gegen die Cockroaches kommen. Wie nennt man das denn? Gegen diese Käfer halt. Okay, also Vorsicht, wir müssen um die rum. Nicht gegen die, also wir können nicht gegen die kämpfen scheinbar. So, vielleicht was mit den Blumen? Was für eine traurige kleine Blume. Wir ersetzen sie durch eine neue. Oh, das ist aber hübsch. Wer ist eine schöne kleine Blume? Okay, da haben wir nochmal. Super, und da auch? Wow, was für viele Klamotten dieser Mieter hat. Und ich dachte, mein Schrank wäre groß. Yo, Dude, ich glaube, dieser Mantel hat einen Umschlag fallen lassen. Brief erhalten. Dieser Brief sieht abgenutzt aus, als wäre er ganz oft gelesen worden. Wenn du das hier liest, werde ich diese Welt bereits verlassen haben.
Ich habe meine Krankheit absichtlich vor dir versteckt. Ich dachte, das wäre das Beste. Ich wollte nicht, dass du Mitleid für mich empfindest. Ich wollte nicht, dass dein Gesicht voller Sorge ist. Ich wollte bis zum Moment meines Todes, dass wir beide lachen und glücklich sind. Du siehst so wundervoll aus in deinem Hochzeitskleid, meine Liebe. Ich liebe dich, und selbst während mein Körper sich zersetzt und zur Erde zurückkehrt, wird meine Seele dich für alle Ewigkeit lieben. Ist das etwa das letzte Testament von jemandem? Wie tragisch! Aber ehrlich, hier ist ein Tagebuch. Das riecht nach Geheimnis. Was soll ich tun? Nee, zurück ins Regal. Aber vielleicht müssen wir es lesen. Okay, das haben wir jetzt sauber gemacht. Moment, ich speichere mal. Schnell, kann ich das irgendwie? Oh, da steckt etwas drin. Pestizid erhalten. Ah, selbst Mothra hat keine Chance dagegen. Also das ist ein Insektenspray. Verzeihung, jetzt habe ich mich fast verschluckt. Solange ich das hier habe, werden diese Viecher gar nicht wissen, was sie erwischt. Na dann. Dann kann ich ja wahrscheinlich gegen die ankämpfen. Nimm das, Clean Sweep. Marshmallow Spray, das Insektenspray. Spick and Span. Phew. Yeah. Und nochmal. Oh, ihr seid bereits tot. Ich glaube, das ist eher ein Comedy-Spiel hier. So. Moment, ich speichere mal. Und dann lesen wir doch nochmal das Tagebuch. Wie viele Tage sind vergangen, seitdem ich meinen Ehemann verloren habe? Ich habe keine Lust mehr, irgendetwas zu tun. Ich habe aufgehört zu essen. Und selbst mich anzuziehen scheint mühsam zu sein. Wieso sollte ich überhaupt kochen? Wozu sollte ich überhaupt hübsch aussehen, wenn er nicht da ist, um mir ein Kompliment zu machen? Wenn die eine Person, die es wert ist, zu leben, fort ist. Ich vermisse ihn so sehr. Ich will ihn noch einmal sehen. Ich vermisse ihn, vermisse ihn, vermisse ihn, vermisse ihn. Ich kann nicht einmal mehr das Kleid anschauen, das mir einst die größte Freude auf der Welt gebracht hat. Ich habe es versteckt, zusammen mit einem weiteren Kleid, in der Ecke meines Zimmers. Wow, das erklärt irgendwie, warum dieses Zimmer so ein Durcheinander ist. Oh, mein Herz wird ganz schwer, das ist ja ganz schön heftig. Ja, das stimmt. Ein gelbes Kleid, ein roséfarbenes Kleid, ein brauner Jumpsuit. Ein graues Kleid mit einer schwarzen Schleife. Vielleicht da noch was? Oder in der Ecke? In der Ecke des... Ah, da sind diese Kleider aus dem Tagebuch. Okay, ein weißes Hochzeitskleid direkt neben einem schwarzen Begräbniskleid. Oh. So, das wär's wohl gewesen. Tja, jetzt fehlt nur noch diese kranke Menge an Staub auf dem Boden. Darum muss ich mich kümmern. Okay. Okay. Wie geil. Oh, du hast einen Keks gefunden. Er ist aber schon ganz grün vom Schimmel. Cool. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, wie lange dieser Keks schon hier liegt. Ich glaube, ich sehe da Schimmel. Ja, ich schmeiß den lieber weg. Okay, ich glaube, das wäre auch besser. Mal gucken, was wir noch so finden. So. Oh, ein Dime. Also, ich glaube, ein Dime ist eine Münze. Das ist ein alter Dime. Sieht ziemlich eklig aus. Was dachtest du? Du könntest dich vor mir verstecken? Keine Chance, Mr. Roosevelt. Ja, es ist eine Münze. Huch. Hm? Mein Handy klingelt. Oh, von Big Boss. Hey! Oh, meine liebe Marshi, wie geht es dir? Keine Probleme mit der Reinigung, schätze ich? Nein, überhaupt keine Probleme. Meine liebe Marshi, wirst du etwa krank? Ach, das ist es nicht. Ich habe hier nur ein bisschen Staub eingeatmet. Oh, Gott sei Dank. Bitte übertreib es nicht, okay? Kein Problem, überlassen Sie das einfach mir. Keine Menge an Staub oder Dreck hat eine Chance gegen mich. Meine liebe Marshi, bitte.
Nimm doch eine Pause, mach eine Pause und komm zurück. Nein, ich komme nicht zurück. Was sagen Sie denn da, Boss? Ach, ich mache mir doch nur Sorgen um dich, mein Schatz. Ah, machen Sie sich doch nicht immer so viele Sorgen, Nibbles. Ich werde jetzt auflegen, ich habe Arbeit zu erledigen. Du legst einfach so auf? Denk doch wenigstens mal über meine Bitte nach. Nein, werde ich nicht. Auf Wiedersehen. Hey, wo... Puh, Nibbles ist ja so nervig. Er ist Nibbles? Hört sich ein bisschen, als wäre das unser Vater. Aber wir haben ja... Aber gut, vielleicht ist es unser Adoptivvater. Oh, intime Unterwäsche gefunden. Das könnte ein bisschen zu riskant sein für Marshmallow. Oh, meine Güte. Wow, da kann man ja durchsehen und alles. Ups, ich habe so ein bisschen zu lange angestarrt. Zurück zur Arbeit. Didi. Okay, irgendwas fehlt scheinbar noch. Oder? Ich mach mal hier noch. Vielleicht hier irgendwo was. Ah, hier hinter ist noch eine Reihe. Eine Socke gefunden. Das ist aber ein unvollständiges Paar. Oh, das arme Ding vermisst bestimmt seinen Kumpel. So, jetzt was? Clean every nook and cranny. Wahrscheinlich sagt man das so. Alles reinigen. Swish, 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 swish. Okay. Was soll ich jetzt machen? Fehlt noch irgendwas? Ach, vielleicht. Ah, hatschü! So, jetzt. Phew, endlich fertig. Boah, schau dir dieses Zimmer an. Unglaublich, dass es vor wenigen Momenten noch total durcheinander war. Und dafür möchte ich dir danken, Miss. Hä? Oh, hat sie ein Seil um den Hals? Ja, oh Mann. Wow, 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 wow. Es tut mir leid, ich muss dich erschreckt haben. Ein weiteres Opfer. Oh, verfluche meine Schönheit. Nein, sie liegen falsch. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Oh, ist etwas in meinem Gesicht? Naja, mal abgesehen von dem Seil um ihren Hals und dieses transparente Ektoplasma. Oh, das liegt daran, weil ich ein Geist bin, du dummes Kind. Oh, freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Geist. Ich bin Marshmallow. Ich bin Fascha. Die Fashionable, die Fashion-Mieterin hier in diesem Komplex. Nun, schnell, geh auf die andere Seite, du fauler Banshee. Banshee? Was für grausame Worte. Oh, weigere dich nicht weiter und akzeptiere dein Schicksal. Stirb! Newsflash, das habe ich bereits, Schatz. Trotzdem, mir zu sagen, dass ich sterben soll, tut weh. Wieso spürst du so böse Dinge gegenüber einem Geist? Was habe ich dir jemals angetan? Weil Geister sind gruselig und... Wenn du meine Meinung hören willst, bist du die einzig Gruselige hier. Ich? Gruselig? Oh ja, mein Kind. Du hast diese gefährliche Aura um dich. Was? Sie sehen mich als gefährlich an? Könnte das sein? Bin ich vielleicht endlich zu einer feinen jungen Lady geworden? Ich glaube, ich verstehe, was Sie sagen wollen. Wenn die Geister vor mir Angst haben, dann habe ich keine Angst, vor Ihnen Angst zu haben. Es ist genauso, wie Nibbles sagt. Bleibe stark. Selbst wenn du das Gefühl hast, gerade am allerschwächsten zu sein. Du wirst gerade zu einem ziemlichen Girl. Zumindest scheinst du deine Angst vor mir überwunden zu haben. Hey, hey! Okay, beginnen wir von neuem. Vielen Dank, dass du mein Zimmer verschönert hast. Aber ist es wirklich so wichtig, dass ich ihr Zimmer aufgeräumt habe? Ich meine, sie sind tot und so. Oh doch, das ist es. Denn nun kann ich in den Himmel aufsteigen. Und das alles dank dir. Denn du hast es gefunden. Den einen Gegenstand, den ich bereut habe, verloren zu haben. Sprechen Sie etwa von... Ja, genau. Ich glaube nicht, dass es der Keks oder die Socke oder die 10 Cent sind. Wobei es bestimmt ganz lustig ist, aber ich weiß nicht, ob man dann Game Over hat. Ich nehme lieber das, was ich glaube, was es ist. Der Brief Ihres Ehemanns? Nein, das nicht. Ich spreche von meiner Unterwäsche. Heilige Scheiße.
Diese durchsichtige Unterhose? Ja, die. Das war das erste Geschenk, das ich von meinem Ehemann erhalten habe. Ich denke, man könnte sagen, es ist mein wertvollster Besitz. Und er dachte, das wäre angemessen? Ach, dummes Kind. Du kannst nicht verstehen, wie es ist, erwachsen zu sein. Hören Sie auf, mich dummes Kind zu nennen. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin dir dankbar für all deine Hilfe. Nun kann ich endlich ruhen. Und vielleicht bin ich in der Lage, ihn wiederzusehen. Sie meinen Ihren verstorbenen Ehemann, der an einer Krankheit gestorben ist? Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, Lady. Und vielleicht habe ich nicht das Recht, darüber zu reden, aber ich denke, Sie sind viel zu hübsch, um sich selbst umzubringen. Ohne denjenigen, den ich liebe, bedeutet meine Schönheit nichts. Ich denke, Sie sollten für sich selbst schön sein und nicht für andere. Ja, das war ich einst, als ich jung war. Aber all das änderte sich, nachdem ich ihn getroffen hatte. Das muss ja ein ziemlich krasser Mann sein. Tja, es ist mir peinlich, das zu sagen. Aber ich glaube, ich werde nie wieder einen Mann wie ihn finden, in dieser Welt oder der nächsten. Wow, Sie sind ja wirklich vollkommen ineinander verliebt. Wie sie ihn vergöttern, da würde ich ihn am liebsten auch kennenlernen. Die Person, die den Türknauf erfunden hat, hat den Nobelpreis. Ach, oh Gott, was für ein Wortwitz, ey. Also nicht den Türgriff, sondern das Türklopfen. Wer das gewonnen hat, hat den Nobel wegen keine Glocke-Preis gewonnen. Es kann nicht sein. Fascha, ich habe dir so viel Leid gebracht. Könnte es sein? Mein Georgie. Ah, George, du hast es. Ah, nur ein Mann hatte einen solchen Humor, mein Georgie. Was? Dieser alte Typ ist in Wirklichkeit der Kerl, von dem sie die ganze Zeit spricht? Soll das hier ein Scherz sein? Ich dachte, dieser heiße Kerl wäre ihr Ehemann. Aber George sieht ja überhaupt nicht so aus. Oh, das ist ein sehr altes Porträt von ihm. Aber Alter ist doch nur eine Nummer, Schatz. Fascha, es tut mir leid, dass meine Liebe, meine Krankheit nicht heilen konnte. Und es tut mir auch leid, dass ich dich allein zurückgelassen habe. Ach, es ist in Ordnung, denn wir werden nicht mehr voneinander getrennt sein. Mach dir keine Sorgen. Oh, meine wunderschöne Fashionista. Mein Georgie Porgy. Du bist mein Pudding und Pie. Ich glaube, das kann man schlecht übersetzen. Okay, die beiden sind krass. Auf Wiedersehen, Marshmallow. Wir werden beide auf dich warten an den perligen Toren. Oh, ich habe demnächst nicht vor, dorthin zu gehen. Und sie sind beide fort. Was für ein seltsames Paar. Aber ich muss zugeben, ich beneide sie schon ein bisschen. Naja, Marshy wird nicht gegen diese beiden Turteltauben verlieren, wenn es um sie und ihren Darling geht. Wer wohl am Ende ihr Darling ist, da bin ich ja mal gespannt. Bist du sauer auf mich? Wieso hast du nach diesem Mädchen gerufen? Weil ich dachte, dass du eine Freundin willst. Oh, spiel nicht mit mir. Du weißt, ich hasse dieses Mädchen. Ich dachte, sie würde sofort hier rausrennen. Hast du das wirklich? Du weißt, ich werde deine Tipps berücksichtigen. Vielleicht kann ich mich ja doch mit dir anfreunden. Ja, vielleicht werden wir beste Freundinnen. Ich werde ihr sogar den schnellsten Weg in die Hölle zeigen. Vielleicht werde ich sie auch anständig in die Richtung schubsen. Glaube nicht, dass ich zufrieden sein werde, bis ich die Seele dieses Mädchens in Händen halte. Oh, habe ich etwas unterbrochen? Mr. Manager, haben Sie mit jemandem gesprochen? Ich glaube nicht. Sind Sie sich sicher? Ich hätte schwören können, dass ich Sie und eine weitere Person gehört habe. Schau doch selbst, ich bin der Einzige hier. Nun, es gibt wichtigere Angelegenheiten. Bist du fertig mit diesem Zimmer? Ja, bin ich.
Und ich habe auch ein paar Geister getroffen. Oh ja, die beiden. Weißt du, dieser Raum war leer, seitdem die Mieter Selbstmord begangen haben. Also, um dir die Wahrheit zu sagen, ganz Farewell Heights ist verflucht. Wir sind voller Monster hier. Also, ich werde dir keine Vorwürfe machen, falls du dich entschließt, fortzurennen. Ich renne nicht weg. Verdammt. Wieso wollen sie denn die ganze Zeit, dass ich wegrenne? Könnte es sein, weil... Sie hassen mich? Sie sind in mich verknallt? Sie sind pleite? Unmöglich. Sagen sie mir nicht, dass sie ein Zimmermädchen bestellt haben, dafür sorgen, dass sie sich abrackert und dann im Nachhinein nicht bezahlen. Nein, das ist es nicht. Wobei, um ehrlich zu sein, bin ich schon ziemlich arm. Weißt du, ich werde jemanden rufen mit wahrer Erfahrung. Du brauchst noch ein bisschen mehr Training für solch einen Job. Wollen Sie meinen Boss anrufen, Präsident Nibbles? Ach, keine Sorge. Er nimmt nur junge Frauen unter Vertrag. Naja, vielleicht kann dieser Nibbles ja mal seinen eigenen Arsch hierher bewegen und mir helfen. Holen Sie ihn sofort. Alter, Nibbles ist so voll altertümlich. Sekunde. Sorry, ich musste kurz husten. Ich glaube, Antik passt vielleicht noch besser. Der ist antik. Der war wahrscheinlich sogar am Leben, als die Dinosaurier noch auf der Erde weilten. Marshy ist alles, was sie erhalten. Und ich werde den Job beenden. Also dann, auf zum nächsten Zimmer. Tja, Farewell wollte uns einfach nur irgendwie aus dem Haus rausbekommen, um uns zu schützen. Oh, das sah ziemlich dämonisch aus. Alles klar, Zeit für das nächste Zimmer. Ist da jemand? Und selbst wenn, ich komm rein. Was? Selbst wenn? Komm bloß nicht raus. Oh, diesen Satz sollte ich nächstes Mal auch benutzen, Marshy. Also rein! Krass. Oh mein Gott, was zur Hölle ist hier geschehen? Das sieht ja aus wie der Tatort eines, wie die Szenerie eines Mordes. Wow, ich sollte ein Foto schießen. Was ist das? Wer ist diese schattenhafte Figur auf meinem Foto? Ach, egal. Das war bestimmt mein Daumen auf der Linse. Alles klar. Zeit für die Untersuchung. Aber zuvor... Cosplay-Time? Oh, geil. Der große Detective, Marshy, nimmt sich des Falls an. Oh, in Zeiten wie diesen kann Cosplay echt nützlich sein. Wie geil. Ich liebe das Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut. Es ist halt sehr viel Text. Ich hoffe, das ermüdet euch nicht zu sehr, aber es hat einen irgendwie geilen Charme, dieses Spiel. Ja, ich würde dann sagen, dass wir hier halt einen Cut machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Maid of Farewell Heights wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.